Wochen kommt jetzt das Food Diary aus Kroatien. Wir haben nämlich unseren Sommerurlaub hauptsächlich dort am Mittelmeer verbracht. Und ich hatte uns ja für die Hinfahrt schon ordentlich Meal Prep vorbereitet, dass wir gut versorgt waren. Aber wir haben halt auch vor Ort gut eingekauft und uns da selbst versorgt. Wir hatten auch hauptsächlich eine Küche und konnten selber kochen. Aber sind auch manchmal in Restaurants gegangen. Und ja, wenn ihr jetzt denkt, irgendwie vegan im Urlaub, geht das überhaupt? Ist man da nicht irgendwie ein bisschen aufgeschmissen, weil es da eigentlich nichts Veganes gibt? Dann kann ich euch schon mal beruhigen. Meiner Erfahrung nach kann man eigentlich überall auf der Welt vegan sein, zumindest wo ich jetzt schon war, auf verschiedenen Kontinenten. Und ja, was wir uns denn da so zubereitet haben und gegessen haben, das zeige ich euch jetzt mal. Guten Morgen, unser erstes Frühstück aus Dubrovnik. Wir haben uns jetzt hier mal zum Mitnehmen gemacht, weil wir gleich schon los wollen und die Stadt erkunden. Und zwar hatte ich hier schon mal Haferflocken mitgenommen und dann habe ich das Ganze mit Sojamilch und ein bisschen Wasser aufgefüllt, weil wir nur 2 Liter Sojamilch dabei haben, also so ein Sojareis-Drink. Und dann dazu kam noch einmal mein mitgenommenes Kakaopulver und dann habe ich mir hier so eine Körnermischung gemacht, weil man ja nicht immer alles mitnimmt, aber hier auch nicht alles so Verschiedenes kaufen möchte. Und zwar sind da einmal Mandeln drin, dann Kürbiskerne, Sesamsamen, Chiasamen und solche Kakaonips. Und das finde ich immer ganz praktisch, hat man von jedem ein bisschen. Genau, das habe ich da reingemischt und obendrauf habe ich es jetzt noch getoppt mit jeweils einer Banane für die Süße. Zum Mittag in Dubrovnik waren wir dann im Nishta. Das ist somit das einzige vegane Restaurant, was es da gibt. Und das ist auch komplett vegan. Und die haben eine täglich wechselnde Mittagskarte. Und gleich, wenn man reinkommt, ist da auch ein großes Salatbuffet, wo man sich so Bowls zusammenstellen kann. Und wir haben uns dann erstmal ein Latte Macchiato oder Milchkaffee eher bestellt. Da war auch richtig viel Sojaschaum drauf, also mega fluffig und lecker. Und dann haben wir uns beide so ein Falafel Wrap bestellt mit noch einem kleinen Salat dazu. Und da hat man auch richtig gemerkt, dass es selbst gemacht war. Das war wirklich super lecker und allgemein sehr zu empfehlen. Das ist hier heute unser Ausblick zum Abendessen. Wir sind doch hier an so eine Klippe gegangen oder an so eine Bucht und haben uns vorher noch eine Gurke gekauft und dann so ein Glas Dip und dazu einfach ein bisschen Knäckebrot und so Cracker. Und das ist unser kleines Abendessen, weil wir nicht extra nach Hause fahren wollten, um was zu kochen, damit wir noch heute hier Abend in Dubrovnik den Abend genießen können, weil wir ein bisschen außerhalb wohnen. So, jetzt nochmal ein kleiner Mitternachtssnack hier auf unseren schönsten Tellern der Welt. Ich halte das hier gerade unter unsere Schlafzimmerlampe, weil das das beste Licht hier gerade noch ist. Und zwar ist es Schwarzbrot mit Chili-Dip und dann Tomate, Rucola und Oliven und noch einem großzügigen Schuss Pfeffer. Das ist immer so das praktischste Essen eigentlich. Das haben wir uns auch hier am ersten Abend gekauft und haben dann einfach so noch am Hafen gegessen, wo man sich halt immer eigentlich so ein Schwarzbrot kaufen kann, was so gut wie immer vegan ist. Und dann halt irgendwie einen Dip und noch ein bisschen Gemüse, die Oliven kommen jetzt aus dem Glas, da kann man auch alternativ ganz gut solche Gewürzgürkchen zum Beispiel nehmen, auch mein All-Time-Favorite eigentlich. Das schmeckt halt immer und macht dann immer gut satt und ist auch nicht so teuer. So, unser Mittagessen genießen wir heute hier an dieser wunderschönen Bucht. Wir sind eben schon hier lang geschnorchelt und haben uns hier jetzt so kleine Schnittchen fertig gemacht. Das ist so ein Rest von unserem Schwarzbrot, dann noch Knäckebrot mit so einer Olivenpastete drauf. Dann haben wir hier noch einen Apfel und dann noch eine aufgeschnittene Tomate, Oliven aus dem Glas und hier noch ein bisschen Rucola. Dann haben wir hier noch so eine Nussmischung und Wasser zu trinken und das lassen wir uns jetzt hier mit einem wunderbaren Ausblick schmecken. Wir sind ins nächste Apartment gezogen, wo wir auch die Hauptzeit von unserem Urlaub verbringen werden. Und zwar sind wir jetzt in Makarska und es gibt Nudeln zum Abendessen und zwar solche Vollkornspirelli und dazu haben wir uns so ein getrocknetes Sojageschnetzeltes gekauft und das habe ich jetzt einfach in Senfwasser eingeweicht. Normalerweise macht man das ja in Gemüsebrühe, aber wir hatten halt nur Senf da und hier war nicht mal Salz und Pfeffer im Apartment. Deswegen habe ich einfach ein bisschen Wasser aufgekocht, da Senf reingemischt, dann die da eingeweicht und dann abgetropft, also dann das wieder rausgenommen sozusagen und dann kam so eine fertige Tomatensauce darüber und ich habe noch ein bisschen frische Zwiebel und ordentlich Knoblauch klein geschnitten, das kam jetzt da rein, habe ich kurz aufgekocht und das ist jetzt unser Ausblick zum Abendessen. Bei uns gibt es heute zum Frühstück mal wieder gekochtes Porridge, da habe ich jetzt einfach so feine Haferflocken für genommen, die letzten Tage hatten wir eher so grobe Haferflocken, wo wir das so gegessen haben und die habe ich jetzt mit Sojamilch und ein bisschen Wasser gekocht und habe ich noch eine Banane mit reingemust für die Süße und einen noch aufgehoben, damit ich das als Topping verwenden konnte. Und dann habe ich hier noch was von unserem Kakaopulver einfach mit drauf gegeben. Das kann man sich jetzt einfach so damit reinmischen. Und dann noch was von unserer Körnermischung. Und dann hatte ich noch ein Glas selbstgemachte Marmelade dabei. Das ist meine Chia-Marmelade, die ich mit meinem Papa zusammen gekocht. Einfach mit, ja, Marmelade. mit
Erdbeeren und Himbeeren und dann Chiasamen, damit das Ganze so ein bisschen klebrig wird von der Konsistenz her. Orangensaft und Zitronensaft, ein bisschen frische Minze. So, zum Mittagssnack nehmen wir heute an den Strand einmal so eine Nussmischung mit. Wir waren nämlich gerade einkaufen und die gab es beim Lidl. Da sind jetzt so getrocknete Bananenstückchen drin und Papaya, ein paar Rosinen und Kokoschips, also eine Exotic-Mischung. Und dann haben wir hier noch die Reste vom gestern Abend, also die Vollkornnudeln, dann hier dieses Sojageschnetzelte und dann haben wir jetzt gerade noch ein bisschen Pfeffer rübergepackt und Margot hat noch eine frische Tomate rübergeschnitten. Der meinte gerade schon, wenn man das jetzt in die Sonne schnell stellt, dann kann man es auch warm essen. Und das gibt es dann bei uns zum Mittagessen und dann zum Abendessen sind wir dann ja wieder hier in unserem Apartment. Bei uns gibt es heute Abend Curry zum Abendessen. Ich habe hier einmal Reis gekocht, das ist einfach Basmati-Reis und ich wasche den vorher mal ein bisschen ab, damit dieses weiße Zeug abgeht. Das ist halt besser für die Verdauung. Und dann für das Curry, das ist eine spontane Urlaubsversion. Wir hatten jetzt nicht alle Zutaten, da ist sogar gar kein Curry eigentlich drin. Ich habe auf jeden Fall erst ein bisschen Knoblauch oder viel Knoblauch mit Zwiebel und Ingwer in Wasser angebraten. Dann kamen da Tofu-Würfel hinzu und Pilze und das Ganze habe ich dann abgelöscht mit Sojasauce und Pfeffer und dann noch einer Dose Tomaten und einer Dose Kokosmilch und dann kamen dann noch gefrorene oder so Tiefkühlerbsen mit rein und ganz zum Schluss noch frischer Spinat. Ich glaube, Salz habe ich jetzt nicht reingetan, weil die Sojasauce ja immer schon ziemlich salzig ist und dann halt noch ein bisschen Apfelessig. Nee, leider nicht. Gewürzgürkchenwasser habe ich noch mit reingetan, weil wir halt keinen Apfelessig haben. Und das ist immer ganz praktisch, wenn man das halt auch mit benutzen kann. Und dann als Topping habe ich hier noch eine Tomate aufgeschnitten. Moinsen! Bei uns gab es ja gestern Abend Reis zum Abendessen und den habe ich jetzt einfach im Kühlschrank aufbewahrt und habe ich heute Morgen den Topf Reis mit Haferflocken zusammen gekocht. Also es kam einfach ein Glas Haferflocken dazu und dann zwei Gläser Milch und ein Glas Wasser. Und habe ich noch welche von unseren neu gekauften Beeren da reingemischt, also von den Tiefkühlbeeren, dann noch eine Banane reingemust. Banane! Damit das ein bisschen süßer wird und obendrauf kam jetzt noch unsere Körnermischung. Das haben wir jetzt hier in unseren To-Go-Behältern, weil wir uns gleich auf dem Weg nach Split machen, um dann da den Tag zu verbringen. Und hier oben wollte ich nochmal zeigen, da haben wir jetzt eine Kaffeemaschine. Marco hat sich heute Morgen schon Kaffee gemacht. Und hier dieser Filter, das ist auch so ein wiederverwendbarer Filter. Mega cool, ich habe sowas in der Art noch nicht gesehen. Also ich kenne halt nur diese aus Papier oder halt solche aus Stoff. Aber das hier finde ich halt auch mega cool, weil es halt auch voll robust ist. Und ja, den kann man halt auch immer wieder verwenden. Ich hatte das ja in meinem letzten Nachhaltigkeit und Zero Waste im Alltag-Tipps-Video einmal vorgestellt. Aber das fand ich jetzt auch eine sehr coole Alternative. Wir sind heute im Batch in Split zum Mittagessen. Ich habe mir hier gerade einen Burrito bestellt. Der ist mit Gemüse und Reis und Seitanstückchen belegt. Und Marco hat hier so einen Reisteller, also einmal mit so einem gemischten Reis und Kurkuma, glaube ich, da drin, weil der halt so ein bisschen gelb ist. Und dazu gibt es dann solche panierten Austernpilze, die sind in so einem Kichererbsenmehl oder in so einer Panade irgendwie frittiert worden. Und lassen uns jetzt hier auf so einem Markt schmecken. Und ich freue mich mega, weil es so warm ist. Und ich habe irgendwie so Hunger. Wir haben nämlich gerade eine Stadttour gemacht. Marco hat uns hier gerade in der Don Dino Eisdiele ein Eis ausgegeben und zwar hat er sich hier einmal so eine dunkle Schokoladensorte ausgesucht und auch Ananas. Ja, auch Ananas, ich habe das nämlich auch und darüber habe ich dann Zitrone genommen, das ist meine absolute Lieblingssorte und ich finde es gerade so bei so mega heißem Wetter immer mega angenehm, das zu essen. Und das war ganz süß, weil auf den Schildern, wo das Eis sozusagen vegan ist, hatten die immer draufstehen, vegan okay, das fand ich ganz niedlich. Und es waren sogar einige Sorten, von daher richtig cool, dass wir hier auch sogar noch auf diesen schönen Metallbechern essen können und jetzt genießen wir hier drin mal zum Abkühlen das Eis. Heute wird mal drin gegessen, weil wir kamen gerade aus Split zurück und es hat jetzt irgendwie angefangen zu gewittern, aber alles halb so wild. Wir haben ja hier unseren schönen Tisch in der Küche stehen und ich habe jetzt einmal einen Salat gemacht und zwar mit dem Dressing aus Hummus, den haben wir gekauft und habe ich ihn zusammen mit Senf gemischt und ein bisschen Gürkchenwasser. Dann kam dann noch Salz und Pfeffer dazu. Und dann noch eine Dose Mais und ein paar schwarze Oliven und dann noch ein paar Gewürzgürkchen. Und als grünen Salat haben wir einmal Eisbergsalat und dann noch ein bisschen Rucola. Der ist ja mal richtig schön würzig. Ich glaube, je kleiner die Blätter, desto würziger. Auf jeden Fall gibt es dazu dann noch Kartoffeln. Eine Menge. Die eine war sogar in einer Herzform. Sehr süß. Die habe ich jetzt einfach gekocht, weil wir hier auch keinen Ofen haben. Und dazu gibt es dann noch einen Schuss Hummus dazu und dann essen wir jetzt einfach hier aus der Schüssel, weil das sind die einzigen Teller, die wir haben. Deswegen kann ich euch jetzt nicht so eine schöne Bowls machen, sondern ja.
Es ist wieder Sonne eingekehrt. Wir haben die Nacht überlebt. Es war echt noch ein richtig krasses Gewitter. Aber heute Morgen scheint wieder die Sonne. Deswegen können wir auf dem Balkon frühstücken, so rum. Und zwar haben wir uns eine Wassermelone gekauft. Die ist zwar innen drin so ein bisschen hohl, aber die ist trotzdem sehr knackig und süß und fresh. Die haben wir uns jetzt einmal aufgeschnitten und dann teilen wir uns die und dann löffeln wir es einfach so da raus. Und genauso mit dieser, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die heißt, ich glaube Gaia-Melone. Auf jeden Fall ist die außen hier so ein bisschen gelblich. Und mein Papa sagt immer, wenn man die an den Seiten, wo der Strung ist, so ein bisschen eindrücken kann, dann ist die reif. Und die konnte sich, also die hat sich richtig gut aufschneiden lassen und ist auch richtig schön weich vom Fruchtfleisch her und riecht richtig schön süß. Und das lassen wir uns jetzt hier mit unserem wunderbaren Ausblick schmecken. Bei uns geht es jetzt gleich an den Strand und wir haben jetzt hier ein bisschen Proviant für unterwegs mitgenommen. Und zwar haben wir uns einmal Brot eingepackt. Das ist einfach Schwarzbrot mit so Sonnenblumenkernen drin. Und dafür haben wir dann so einen Hummusaufstrich oder einfach nur Hummus. Der ist ganz cool, aber auch oben nicht so richtig viel Öl abgelagert. Also der ist auch mega lecker. Wir hatten den gestern ja als Dressing für unseren Salat noch so ein bisschen mit reingemischt. Und dann haben wir hier noch zwei Pfirsiche. Ich mag die ja lieber als... Oder? Nee, das sind sogar Nektarinen. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, die mag ich noch ein bisschen lieber, weil die nicht so eine pelzige Schale haben. Obwohl ich eigentlich auch die Schale von Kiwis mit esse. Auf jeden Fall finde ich die mal ein bisschen leckerer. Ich mag auch voll gerne solche Plattpfirsiche. Und dann fürs Brot haben wir hier noch eine Tomate. Und dann haben wir noch ein Paket Räuchertofu, also einen so einen Block. Und den schneiden wir uns dann in solche Scheiben. Und ja, essen wir halt auch ganz gerne so roh, einfach so als, ja, Wurstersatz kann man schon sagen. Und dann haben wir noch ein paar Gewürzgürkchen, die haben wir uns hier in so ein Glas gepackt. Und dann noch ein paar... Brezeln. Und die kann man auch dann auch ganz gut in diesen Hummus eindippen oder einfach so zwischendurch snacken. Dann noch ein bisschen Pfeffer zum Würzen. Natürlich unsere beiden Wasserflaschen. Ah, der Tisch ist auf jeden Fall voll. Marco hat hier mal vorsichtshalber noch einen Stuhl dazu gestellt, aber es passt auch so, meinte ich. Auf jeden Fall haben wir hier einmal eine Schüssel Wasser. Die sind für Reispapiere. Die habe ich nämlich aus Deutschland noch mitgebracht und die kann man dann da einweichen. Dann haben wir hier einmal Spinat und Rucola. Dann habe ich hier noch ein bisschen Reis gekocht. Und an frischen Sachen haben wir hier einmal Paprika und Gurke, dann noch einmal ein bisschen Reis, Mais und dann noch den Rest Kartoffeln von gestern. Und dann mein Highlight von heute, also neben unserem Strandtag, haben wir noch nachher, also nach dem Strandtag, wow, bin richtig durcheinander, ich glaube, ich habe sehr Hunger, waren wir noch schnell im Supermarkt und haben noch ein Glas Erdnussbutter gefunden, richtig gut, auch ohne Palmöl und Zucker und so ein Zeug. Also einfach 100% Erdnüsse, da habe ich jetzt noch ein bisschen Senf dazugegeben, ein bisschen Wasser und Sojasauce und Pfeffer. Und hier ist einfach ein bisschen Dosentomaten in dem Glas und da habe ich noch ein bisschen Gürkchenwasser dazu getan und Pfeffer. Und heute können wir auch endlich wieder bei Sonnenuntergang speisen. Endlich gibt es wieder meine Lieblingskombi, Erdnussbutter mit Erdbeermarmelade, also Peanut Butter Jelly Time. Ich habe uns hier gerade Frühstück zum Mitnehmen gemacht, weil wir gehen heute Rafting. Wir gehen heute Raften, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall in solchen Paddelbooten in den Bergen, in diesen Bergflüssen rudern sozusagen. Also mit Weste und Helm. Und deswegen essen wir unser Frühstück auf dem Weg dahin. Und ich habe jetzt hier einmal Haferflocken mit Reismilch gekocht und dann noch ein bisschen Kakaopulver und eine Banane habe ich noch reingemusst. Und obendrauf kam dann halt, wie gesagt, einmal unsere neue Erdnussbutter, dann meine selbst mitgebrachte und auch selbstgemachte Marmelade und dann noch was von unserem Körnermix. Und das sollte jetzt eine gute Stärkung dafür sein, dass wir jetzt diese dreistündige Tour machen können. So, nicht schön und auch nicht selten, es gibt Spaghetti mit Tomatensauce zum Abendessen. Heute Mittag haben wir uns übrigens Pizza gegönnt. Wir haben Pizza zum Mittagessen gegessen, nachdem wir unsere Rafting-Tour gemacht haben, was richtig anstrengend war, aber auch mega Spaß gemacht hat. Also sehr zu empfehlen, wenn ihr mal die Chance dazu habt. Und jetzt gibt es halt zum Abendessen hier diese Vollkornspaghetti und dann so eine Tomatensauce. Da habe ich jetzt erstmal Zwiebel und Knoblauch in Wasser mit angekocht. Und dann kamen da Pilze mit rein und dann habe ich noch so eine halbe Dose braune Bohnen. Das war jetzt nicht so eine Kidneybohne, sondern so eine bisschen helleren. Die habe ich so ein bisschen mit einer Gabel zermust und die andere Hälfte kam dann ganz mit rein. Dann habe ich noch einen Schuss Reistrink mit zugetan und dann eine halbe Dose Tomaten, die noch von gestern übrig war. Da hatten wir diese Soße zu den Reispapierrollen und dann kam noch Salz und Pfeffer dazu, ein bisschen Gewürzgürkchenwasser und einen Schuss Sojasauce. Und hier drüben haben wir dann noch als Extras ein bisschen frischen Rucola als Topping und dann noch ein paar aufgeschnittene schwarze Oliven und zum Würzen noch ein bisschen extra Salz und Pfeffer für den, der möchte. So, Frühstück gibt es heute mal wieder to go, weil wir uns gleich in einen Nationalpark aufmachen, danach noch eine Stadt besichtigen wollen. Beides mit einem sehr unaussprechbaren Namen.
Aber ich freue mich schon. Und zwar gibt es hier einmal Haferflocken heute nicht als Porridge, sondern einfach mit Milch zusammengemischt. Ich habe jetzt Reismilch genommen. Und dann kam dann noch was von unserer selbstgemachten Marmelade rein und unsere Tiefkühlbeeren. Dann noch was von unserer Körnermischung hier drüben. Das kann jetzt alles ein bisschen durchziehen. Und obendrauf dann noch ein sehr großzügiger Batzen an Erdnussbutter. Mega lecker. Ich freue mich jeden Tag, dass wir die noch gekauft haben. Da kommt jetzt gleich der Deckel rauf und dann essen wir das einfach auf dem Weg. Also Frühstück to go. Unser Lunch-Snack heute ist in Trugir, nachdem wir eben im Nationalpark Krka waren. Und zwar haben wir einmal wieder einen Räuchertofu aufgeschnitten, dann eine Tomate und noch eine halbe Gurke. Dann unsere Reste von dem Schwarzbrot. Und dann haben wir hier so eine Salsa. Die ist eigentlich auch immer vegan, wenn man die so im Supermarkt kauft. Einfach die normale. Die ist medium, aber ich finde sie schon ziemlich spicy. Und dann haben wir hier schon im Auto eben so eine halbe Mischung an Cranberry und Cashewnüsse oder Cashewkerne-Mix gegessen. Und die gibt es dann sozusagen noch dazu. Vielleicht holen wir uns dann noch irgendwie einen anderen Snack oder so, weil wir voll fertig sind vom ganzen Rumwandern und Baden und so. Und hier unten liegt noch unsere Wasserflasche. Es gibt mal wieder Kartoffeln zum Abendessen und zwar heute als Salat. Also ich habe gerade einen Kartoffelsalat gemacht und das Dressing dazu habe ich aus unseren Restbeständen schon so halbwegs gemacht. Und zwar ist da einmal Senf drin, dann ein großer Schuss Reismilch. Das mache ich immer ganz gerne so für Soßen, um das ein bisschen zu verdünnen, aber trotzdem halt ja Geschmack und Konsistenz zu geben. Also ich finde es immer ganz gut, das so in eine Soße mit reinzumischen. Und dann noch Salz und Pfeffer und Gewürzgürkchenwasser natürlich. Und dann kam jetzt noch rein Gewürzgürkchen an sich, also halt ganze, aber in Scheiben geschnitten. Und dann einmal noch schwarze Oliven und dann ein bisschen Mais. Da hatten wir noch eine halbe Dose übrig. Und im Topf habe ich dann so lange Kartoffeln gekocht, einfach in solchen Würfeln. Und habe ich am Schluss noch ein paar Minuten diese Tiefkühlerbsen dazu gegeben. Und das ist jetzt alles schön durchgemixt worden. Und dazu haben wir noch einen kleinen Rest Spinat. Den essen wir einfach so dann dazu. Und es ist ziemlich viel Soße geworden für die Menge an Kartoffelsalat. Aber so kann das noch ein bisschen durchweichen. Und ich mag ja immer sehr gerne sehr viel Soße. So, zum Frühstück hatten wir heute wieder Wassermelone und Gallia-Melone, meine ich. Auf jeden Fall hatten wir das ja schon mal. Deswegen dachte ich, muss ich ja nicht doppelt filmen. Und das hier sind jetzt aber unsere Strand-Snacks. Und zwar haben wir einmal Dinkelkekse, das macht sie nicht gesünder. Da ist noch Schokolade mit drin, so eine Zartbitterschokolade und die haben wir uns hier in eine Box getan. Dann haben wir hier noch unseren Rest Brezeln, also eigentlich ein ziemlich großes Glas Brezeln. Und die wollen wir dann hier in unsere Salsa, in unseren Salsa-Dip dippen, den wir von gestern vom Mittagessen noch übrig haben. Und dann nehmen wir hier noch den Rest Kartoffelsalat mit, den wir noch von gestern Abend übrig haben. Fast vergessen, das hier noch mit zu dokumentieren für das Food Diary, weil ich das gerade auf Instagram mitgefilmt habe. Ich habe uns Reis zum Abendessen gekocht und dazu so ein Curry mit so einer fertigen Thai-Curry-Soße, die Marco sich noch bei DM ausgesucht hat, mit halt Kurkuma, deswegen die gelbe Farbe und verschiedenem Gemüse und Kokos und sowas. Und habe ich da aber noch extra was zugetan und zwar Tofu, also Naturtofu und dann frischen Ingwer und Pilze, ein bisschen Sojasauce und Pfeffer. Und dazu gibt es Reis, da habe ich uns ein bisschen mehr gekocht. Die Hälfte ist jetzt schon in der Küche, weil ich uns morgen zum Mittag noch so einen Reissalat zum Mitnehmen machen wollte. Und obendrauf haben wir jetzt noch ein bisschen Erdnussbutter, das schmeckt auch immer ganz gut dazu. Und dann hier noch einen Rest Eisbergsalat. Heute Morgen war mal wieder Wassermelone zum Frühstück angesagt und dazu gab es noch ein bisschen Brot mit Peanut Butter Jelly, also mit unserer Erdnussbutter und selbstgemachter Erdbeermarmelade. Den Rest nehmen wir jetzt hier noch zum Strand mit. Dann haben wir hier noch so einen Premium-Mix gefunden mit solchen Papaya-Stückchen und Ingwer und Ananas und verschiedenen Nüssen. Das finde ich mal ganz lecker. Allgemein bin ich mega der Studentenfutter-Fan. Und dann haben wir hier nochmal einen selbstgemachten Reissalat. Da hatte ich ja gestern zum Abendessen extra mehr Reis gemacht. Und den habe ich jetzt noch gemischt mit Tomaten aus der Dose. Deswegen ist das ein bisschen rötlich und schön jetzt durchgezogen über Nacht. Dann habe ich dann auch Sojasauce rangetan. Pfeffer und dann noch Kidneybohnen, den Rest Eisbergsalat, den wir vergessen übrig hatten. Allerdings ist es nur ein ganz bisschen. Und dann noch einen Schuss Gewürzgürkchenwasser. Und das sollte uns dann zum Mittag reichen. Heute Abend geht's essen. Freue mich schon. In Makarska. An unserem letzten Abend waren wir dann im Restaurant So Sweet und das ist wirklich sehr zu empfehlen. Man konnte da super schön sitzen und wir haben dann noch den Sonnenuntergang mitbekommen und ich glaube so die beste vegane Option, wenn es mal keine Pizza mit veganem Boden gibt, also wo dann irgendwie Milch oder Eier oder so drin sind, ist immer Salat, sehr typisch vegan, aber wir haben auch noch richtig leckere solche Backkartoffeln dazu bekommen und dann super schön angerichteten Teller mit gebratenem Gemüse, da war halt Zucchini drauf und Paprika und Tomate, alles richtig schön ja, angebraten in Knoblauch und auch mit Zwiebeln.
Und dann als Nachtisch haben wir dann noch ein bisschen Obst aufs Haus bekommen. Das war auch richtig nett. Einmal Wassermelone, dann Gallia-Melone und noch eine Aprikose. So, Startschuss in unseren letzten Tag. Wir machen uns jetzt gleich nochmal auf in den letzten Nationalpark. Und dann fahren wir heute Abend zurück nach Graz für eine Nacht. Und dann geht's morgen schon zurück nach Deutschland. Das ging schon wieder so schnell vorbei. Aber es ist ja meistens immer so, wenn man eine gute Zeit hat. Und jetzt habe ich uns hier schon mal unser Essen für unterwegs vorbereitet. Wir haben hier ein bisschen Obst, also Bananen, Apfel und Aprikosen. Dann habe ich hier eine Paprika aufgeschnitten. Hier haben wir zwei solche Superfood-Riegel. Die mag ich mega gerne, weil die ein bisschen säuerlich sind durch die Zitrone. Und das sind solche Grünriegel mit Spirulina. Dann habe ich hier noch ein paar Doppelkekse, die noch übrig waren. Und zum Frühstück habe ich uns hier unsere letzte Gallia-Melone, meine ich, aufgeschnitten. Und da gibt es Overnight Oats. Die habe ich gestern Abend schon vorbereitet. Das ist einfach ja, Haferflocken mit Kakaopulver, dem Rest gefrorenen Beeren, dann unserer Körnermischung, ein bisschen Reismilch und obendrauf jetzt noch ein Löffel Erdnussbutter natürlich. Und den Reissalat habe ich auch gestern schon vorbereitet. Das ist so ein Dressing aus Senf und Reismilch, Gewürzgurkchen, Wasser, Salz und Pfeffer, Sojasauce. Und da kam da halt der Reis mit rein und dann noch ein paar Kidneybohnen, Tomaten, frisch und Tomaten aus der Dose. Und dann noch ein paar Oliven und Gewürzgürkchen und eine kleine rote Zwiebel habe ich noch mit reingeschnitten. Und das sollte uns jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut durch den Tag bringen. Ja, ich würde mal sagen, wir haben es uns sehr gut gehen lassen. Nicht nur urlaubsmäßig, sondern auch kulinarisch. Also manchmal ein bisschen ausgefallener, manchmal ein bisschen einfacher. Und als wir halt auf dem Rückweg nochmal einen Zwischenstopp in Graz bei Markus' Bruder und seiner Familie gemacht haben, da haben wir uns auch noch ein Eis geholt in der veganen Eisdiele und haben uns dann abends noch Pizza bestellt mit veganem Käse. Mega lecker. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Erfahrungen schreiben, was ihr so erlebt habt, als ihr vegan im Urlaub wart, ob ihr da irgendwie ein Hotel mit Buffet hattet oder ob ich auch selbst versorgt habe, wie ja, das bei euch so gelaufen ist. Würde mich mal super interessieren. Da können wir uns ja gerne mal ein bisschen austauschen und Tipps geben. Und ihr könnt mir auch gerne mal die Rückmeldung geben, ob ihr allgemein so ein Video über Kroatien haben wollen würdet, wo ich euch so ein bisschen Tipps gebe und ein bisschen so erzähle, was wir denn so gemacht haben, weil es ja manchmal ganz gut und manchmal auch nicht so gut lief. Wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, dann wisst ihr bestimmt, wovon ich rede. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video allgemein gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!